Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, zu einem neuen, weiteren Video auf meinem beschaulichen Kanal Lederchens Gruselkiste. Ich bin Leder. Und heute habe ich mal wieder ein feines, kleines Update für euch. Denn dank dem lieben Freund des Kanals und auch inzwischen guten Freund von mir persönlich, Chris76, habe ich wieder einen fantastischen Zuwachs für meine noch kleine Horrorfilmsammlung erhalten. Und ich mache gar nicht lange dran rum. Schaut euch mal an. Hier eine wunderbare Kanalspende oder auch eine Freundschaftsgeste des lieben Chris76. Die Nightmare on Elm Street Collection. Gell? DVD Collection, denn ihr wisst ja, ich habe nur einen DVD-Player momentan. Gell? Schaut mal hier. Gell? Das sind fast alle Filme, das sind die Teile 1 bis 7. Gell? Es fehlt jetzt nur noch die Neuinterpretation und Freddy vs. Jason. Dann wäre dieses Franchise auch komplett fertig. Aber das hier sind alle 7 Filme mit unserem geliebten Robert Englund. Gell? Muss ich ja keinem sagen, wer das ist. Gell? Jawohl. Und jetzt schlage ich vor, wir gehen in die Ego-Perspektive und schauen uns die Box in allen seinen Einzelheiten an. Gell? Viel Spaß! Ja, und hier haben wir die Nightmare on Elm Street Collectors Box, meine lieben Freunde und Freundinnen. Hier habt ihr sie von vorne, das Titelbild. Gell? Hier habt ihr den Rücken, den Spine, da sind noch einmal alle Titel aufgelistet. Wunderschön, oder? Und dann halt hier nochmal, aber hier, das ist der Freddy ohne Hut. Das ist, glaube ich, von dem, ja, wenn ich mich nicht täusche, allerletzten Film mit Robert Englund als Freddy Krüger. Aber ihr wisst es, Freunde, ohne Gewehr. Leider ein FSK 16 Aufkleber drauf, aber das ist kein Problem, denn ich stelle das Ding so rein. Und da sieht man dann sowieso nichts, gell? Hier habt ihr die schönen roten Spines mit allen Titeln. Ja, jetzt habe ich also fast das Nightmare on Elm Street Franchise zusammen, bis halt eben auf die Neuverfilmung mit Early Jail Hacky oder wie der heißt, gell? Und halt eben Freddy vs. Jason, das würde mir natürlich auch noch fehlen, aber man kann nicht immer alles haben, liebe Freunde und Freundinnen. So, und hier oben auf dem Kopf auch nochmal die Nightmare on Elm Street Collection, gell? Und auf dem Boden, da brauche ich nicht anheben, da ist nichts, ist nur schwarzer Boden und irgendwie Registrierungsnummer oder irgend sowas, gell? So, jetzt schauen wir uns die DVDs mal im Einzelnen an und das ist jetzt für mich auch das allererste Mal, dass ich sie raushole, gell? Hoffentlich stelle ich mich nicht dusselig an. So. Jawohl. Da haben wir ihn. Den allerersten Nightmare on Elm Street. Ob die jetzt. Ich schau mal kurz, ob da Wendecover vorhanden sind. Augenblick. Nein. Okay. Die DVD hier hat leider keinen Wendecover. Aber hier habt ihr mal den ersten. Ja, muss ich ja keinem erklären, um was es geht, gell? Hier der Rücken. Das ist der Rücken. Und die Rückseite. Wie gesagt, ich schaue mir jetzt die DVDs gerade selbst zum allerersten Mal an. Mal sehen, so sehen die. Jawohl, und so sieht die DVD aus. Und wie gesagt, leider keine Wendecover. Also mal zumindest bei der nicht. Aber das wird wohl bei allen anderen auch so sein dann. Gell? So, der zweite Teil. Okay, fangen wir mal so an. Rückseite. Ja. Rücken. Vorderseite. Das ist der Text. Mal schauen, vielleicht ist da doch ein Wendecover. Nein, nein. Okay, leider haben die kein Wendecover. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil die sind ja eh die ganze Zeit so in der Box, also, dann was soll's. So,
Jawohl. Teil 3. Ja. Sehr schön, muss man schon sagen, alles schön. Rücken, er möge sich bitte fokussieren. Ja, egal. Gut, ja. Der vierte Teil. Ui, ja. Das wahre Böse stimmt nie. Ja, den Rücken habt ihr jetzt schon die ganze Zeit gesehen. Ja, Rücken. Ah, jetzt ist er wieder scharf. Gut. Rückseite. Ah, okay. Den vierten Teil habe ich noch nie gesehen. Und jetzt sehe ich also hier, er tritt einmal als Arzt auf, wie es auch schaut. Okay. Dann der fünfte Teil. Also zuerst die Rückseite. Vorderseite. Der Spruch, was steht da diesmal? Die neue Generation des Bösen. Aha. Okay. Dann der nächste. Nightmare on Elm Street 6, Freddy's Finale. Rücken. Hinter. Rückseite, gell? Okay. Und jetzt der letzte Film aus der Box. Oh, da ist noch was anderes. Ja, Freddy's New Nightmare, das ist doch der allerletzte Film. War das nicht aus dem Jahre 94, gell? Aber vielleicht täusche ich mich. Freddy's New Nightmare. Und die Rückseite. Jawohl, soweit die Filme. Wie gesagt, ich habe mir das jetzt gerade zum allerersten Mal angeschaut. Und jetzt entdecke ich, es ist auch ein tolles, ja, kleines Booklet mit drin. Schaut mal, toll. Mal sehen, was da zu sehen ist. Okay. Ah, jetzt tut mir der Rücken weh. So. Cool. So, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Gell? Spiegelt jetzt vielleicht ein bisschen, weil hinter mir sind Fenster. Gell? Okay. Ja, oh, das ist aber schon recht dick, das Ding. Hier, oh, wirklich schön. Und ich kann sagen, das fasst sich toll an, das Booklet. Schön glattes, ja, Papier. Schön auch etwas dick, das kann nicht einreißen oder schnell irgendwie verknittern. Und auch wirklich schön bedruckt. So, ja, weiß nicht, ist das Hochglanzpapier oder so, gell? Ich kenne mich da nicht aus, so. Naja, da ist jetzt halt eben zu jedem Film so eine kleine, ja, Inhaltsangabe, nehme ich jetzt mal an. Ich habe noch nicht reingeschaut. Wie gesagt, ich schaue das, ich sehe das jetzt alles auch zum ersten Mal, gell? Klasse. Auch schön auf Deutsch alles, jawohl. Ja gut, eben halt zu jedem Film, gell? Aha. So. Ja. Hier der Nightmare 5. Mhm. So. Ah, Menschenskinder, Leute, mir tut der Rücken weh, das ist der Wahnsinn. So. Hier Nightmare 7. Ja. Gleich haben wir das Booklet durch und ich sehe das auch zum allerersten Mal. Gell? Schön so mit. Oh, hier sieht man mal Robert Englund himself mal ohne Maske und allem am Telefon. Wenn ich es jetzt richtig sehe. Gell? Wie gesagt, ich sehe das auch alles zum allerersten Mal. Und hier nochmal am Ende. Der beliebteste Kinoirre seit Darth Vader. Ja, das glaube ich auch. Gell?
Jawohl. Gut, wunderbar. Ein tolles Booklet mit drin. Alle Filme sind da, bis auf die Neuverfilmung und das Freddy vs. Jason. Ein kleiner Kritikpunkt ist mir jetzt aufgefallen. Das sind hier... Na, das ist wieder mal typisch. So, seht ihr das? Das war aber schon von Anfang an so. Das ist nicht meine Schuld. Ich habe das gerade erst ausgepackt. Gell? Hier, das hier. Gell? Aber kann man nichts machen. Gell? Was soll man machen? Ist jetzt halt so. Gell? Aber ansonsten... Tolle Filme, ein tolles Booklet bei. Gell? Ich habe fast auf einen Schlag eines der das legendärste Horror-Franchise habe ich fast mit einem Schlag komplett. Gell? Was will ich mehr, liebe Freunde und Freundinnen? Gell? Hervorragend. So, da bin ich wieder, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, der Einblick in die DVD-Box aus der Ego-Perspektive hat euch gefallen, gell? Ich hoffe, ihr konntet alles gut sehen und habt nichts verpasst, gell? Noch einmal, mein lieber Chris76, wieder einmal tausendfacher Dank für diese fantastische, ja, Freundschaftsgeste, möchte ich sagen. Kanalspende, aber Freundschaftsgeste. Denn wir sind natürlich auch schon privat sehr gut miteinander befreundet, gell, und sind bei WhatsApp regelmäßig in Kontakt, gell? Also, das ist eine Freundschaftsgeste, gell? Aber auch Kanalspende, ja. Aber ich sage lieber Freundschaftsgeste. Ein wunderbares Geschenk vom lieben Chris76, gell? Vielen Dank nochmal dafür, mein lieber Freund. Vielen lieben Dank, gell? Dank dir ist meine noch kleine Horrorfilmsammlung wieder fantastisch gewachsen. Mit nichts Geringerem als wohl der Horror-Ikone schlechthin, Freddy Krueger, Robert Englund, mit all seinen Filmen, bis auf Freddy vs. Jason, da spielt er ja auch noch mit, gell? Aber sonst sind alle Filme mit ihm hier in dieser Box einfach fantastisch. Und ich habe im Oktober Urlaub, da habe ich dann auch endlich mal Zeit, dann werde ich diese Filme alle am Stück mal schauen, dann und reviewen dann, gell? Dann werde ich auch einmal die wunderbare Critters-Box, die ich auch von dir habe, werde ich einmal alles mal sichten, gell? Dann habe ich endlich mal Zeit für solche größeren Projekte, gell? Wirklich noch einmal, lieber Chris, tausendfacher Dank. Vielen Dank, mein Freund, gell? Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Video, liebe Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Zeit vertreiben. Wenn dem so gewesen sein sollte, liebe Freunde und Freundinnen, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich freuen. Ansonsten sage ich, meine lieben Freunde und Freundinnen, wir sehen und hören uns zum nächsten Video wieder, gell? Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage tschüss, bis dann. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.